Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf Mallorca in meinem Garten. Ich möchte ein kurzes Update machen. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr rohvegan. Das heißt, ich ernähre mich die meiste Zeit vegan im Sinne von kein Tier. Ich lebe zusätzlich auch ungefähr zu 70-90%, je nach Tag, rohköstlich, manchmal sogar 100% Rohkost. Das heißt, nichts Gekochtes, nichts Zubereitetes im Sinne von mehr erhitzt als 45 Grad. Ich stehe hier in meinem Garten und bin total glücklich mit dem, was ich erlebe. Ich habe über die rohvegane Ernährung nun auch zum Gärtnern gefunden. Das heißt, ich baue mir in letzter Zeit immer intensiver mein Essen selber an. Einerseits, ich blende euch ein paar Fotos ein, bietet Mallorca natürlich genau wie ganz Europa, eigentlich die ganze Welt, genug zu essen an, das auch wild wächst und frei wächst. Und das Tollste ist, wenn es frei und wild wächst, dass es so voller Nährstoffe ist, so voller Energie, so voller Lebenskraft, dass wir eigentlich kaum noch irgendwas anderes brauchen. Ich selber möchte jetzt meine Vielfalt hier erweitern, also Wildkräuter und meine geliebten Zitronen. Na, da, Zitrone. Esse ich sowieso täglich. Ich kaufe auch immer noch Bio, Gemüse und Obst dazu, aber ich möchte das jetzt eben immer mehr auch selber für mich erschaffen. Ich möchte auch kein langes Update machen, ich möchte nur sagen, mein Körper fühlt sich immer, immer besser an. Mein Gewicht ist weiterhin reduziert. Ich habe immer noch keine Waage. Ich werde mich auch nicht wiegen, weil mich das mein Leben lang gequält hat. Seit 6 Monaten habe ich keine Angst mehr, irgendwas zu essen. Ich bin immer satt. Ich esse nach Intervallfasten. Das heißt, ich fange um 11 Uhr morgens mit einem grünen Smoothie an. 14 Uhr in etwa, roundabout, mein Mittagessen im Sinne von Salat, Gemüse, ein bisschen Obst und manchmal auch etwas Tofu und Kohorten. Und um 18, spätestens 19 Uhr mein Abendessen. Das ist auch Rohkost die meiste Zeit. Also für diejenigen, die denken, abends soll man keine Rohkost essen, dann kann man nicht schlafen. Das stimmt, wenn man die Darmbakterien im Bauch nicht dazu erzieht, dann ist das ein bisschen schwierig. Also jemand, der normalerweise Mischkost isst mit Fleisch, Milchprodukten etc. Und sehr, sehr viel Zucker und gesättigte Fette isst, dessen Darmbakterien sind nicht für Rohkost geeignet. Ich habe sie umerzogen, ich habe die rausgeschoben, die durch meine Zuckersucht so aktiv waren in meinem Darm, die mir auch sehr, sehr viel Krankheiten beschert haben. Und mich mehr auf die fokussiert, die eben Rohkost auch zerknabbern können und verarbeiten können. Und das funktioniert. Ich bin der beste Beweis. Ich war immer schon ein sportlicher Mensch, das heißt, ich mache weiterhin, wie seit Anfang, nochmal ganz extrem meiner rohveganen Ernährung. Ich mache täglich mein Stretching, mein Konditionsprogramm, so wie es gerade mein Körper und auch mein Leben erlaubt. Ich habe mehr Muskeln als zu meiner Zeit als Bodybuilderin. Ich habe ungefähr 9 Jahre lang Bodybuilding gemacht. Ich war auch Trainerin, ich habe das gelernt, auch inklusive Ernährung und, und.
Hat mir nicht so wahnsinnig gut getan. Ich habe aber keine Drogen genommen, nur mal das für alle, die das vielleicht vermuten könnten, weil sie es so kennen, sondern ich habe das alles immer aus mir heraus gemacht, weil ich es einfach auch schön fand, einen kraftvollen Körper zu haben. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt mit fast 49 Jahren mehr Kraft, mehr Energie und tatsächlich auch sogar mehr Muskeln als in der Zeit. Haha, schaut, tada! Als in der Zeit als Bodybuilderin. Ich zeige euch jetzt nicht mein Sixpack, vielleicht blende ich mal ein Foto ein. Mal sehen. Ich habe noch nie ein Sixpack gehabt, weil eben durch meine Zuckersucht und mein total gestörtes Essverhalten auf meiner Haut, beziehungsweise unter der Haut, eine Fettschicht war, die ganz, ganz hart war. Ich konnte meine Muskeln überhaupt nicht richtig sehen und fühlen, und jetzt mittlerweile, eben im zarten Alter von fast 49 Jahren, kann ich meinen Körper echt intensiv fühlen, und das ist so, 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 so schön. Ich weiß, dass vegane Rohkost nichts für alle Menschen auf dem Planeten ist. Ich weiß, dass ich dem Planeten was Gutes tue, weil ich die Tiere jetzt in Ruhe lasse. Im Gegenteil, ich sorge hier in meinem Garten auf Mallorca dafür, dass mehr Tiere da sind, mehr Insekten, die Vögel kommen zurück. Das war nämlich hier am Anfang hier nicht der Fall, also so stark jedenfalls nicht. Und ich bemühe mich zeitlebens immer so liebevoll, achtsam, respektvoll wie möglich mit allem umzugehen. Menschen, Tieren, dem Planeten, dem Kosmos, mit allem. Eine rohvegane Ernährung ist nicht nur dazu da, den Körper gesünder zu machen, sondern sie klärt auch den Verstand, das Bewusstsein für den eigenen Körper, das eigene Sein für die Natur, für den Planeten wächst auch. Man kann klarer denken, besser fokussieren, ist zentrierter, ist eben energievoller. Ich brauche weiterhin keinen Mittagsschlaf mehr, den ich vor meiner rohveganen Ernährung gebraucht habe. Ich bin voller Saft und Kraft, ich könnte Bäume ausreißen. Und das ist etwas, was ich als total großes Geschenk empfinde. Ich gebe meine Erfahrungen wie immer in meinem Leben bei Facebook, bei YouTube, Instagram, im Leben weiter. Ich mache Seminare zur rohveganen Ernährung, um dieses tolle Gefühl weiterzugeben, und habe einen Blog, in dem ich darüber berichte. Also ich wünsche ganz vielen Menschen, nein, ich wünsche allen Menschen auf diesem Planeten, dass sie sich wohlfühlen und glücklich sind. Die Ernährung trägt einen großen Teil dazu bei, ist nicht alles, natürlich nicht, aber wir sind ein komplexes System, ein komplexes Wesen, und Ernährung ist definitiv ein wichtiger Teil davon. Das war's mal wieder. Ein halbes Jahr vegane Rohkost. Ganz herzliche Grüße aus Mallorca. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und freue mich, euch wiederzusehen. Abonniert meinen YouTube-Kanal, klickt auf die kleine Glocke, dann bekommt ihr immer ein Ping, wenn ich mal wieder etwas veröffentliche zur Inspiration, zur Bereicherung eures Lebens. Und ja, habt eine tolle Zeit. Bis bald. Eure Sonja Ariel von Staden. Ciao.